Hallo liebe YouTube-Freunde, heute möchte ich euch das Xylophone B-Touch vorstellen, welches ein Serienmodell ist und es handelt sich hierbei noch um die erste Charge, die wir gestern gerade erst erhalten haben. Wenn ihr das Xylophone B-Touch bestellt, erhaltet ihr das, wie ihr hier sehen könnt, in dieser schlichten schwarzen Box. Das könnt ihr dann hier so öffnen, dann liegt hier das Xylophone B-Touch 2. Hier haben wir dann noch einen Adapter für Deutschland genormt und dieser sollte auch funktionieren, so dass es auch passt, habe ich mal so gecheckt jetzt schon. So, hier haben wir dann noch einen Kopfhörer und dann noch einen USB-Anschluss, Kabel. Auf der Seite hier haben wir dann noch ein Tempered Glass und ein Handbuch, welches auf Englisch ist. Auf dem Xylophone B-Touch 2 selber ist direkt schon eine Schutzfolie angebracht, so dass man diese hier jetzt gar nicht drauf machen muss. Aber für den Fall, wenn dieser mal zerkratzen sollte oder wie auch immer, dass man dann immer noch einen Ersatz hat. Gehen wir nun als erstes ein wenig auf die Optik vom Xylophone B-Touch 2 ein. Wie ihr hier sehr schön sehen könnt, sieht das von der Frontseite her aus wie ein iPhone 6. Und hinten sieht es einem Meizu ähnlich und es handelt sich hierbei laut Hersteller auch um einen Babyskin-Deckel. Hier auf der rechten Seite haben wir gar nichts vorhanden. Hier oben haben wir den USB-Anschluss und den Kopfhöreranschluss. Dann hier auf der linken Seite den Volume Rocker sowie den Power Button. Unten befindet sich hier auf der rechten Seite der Lautsprecher. Hinten haben wir hier dann noch die Kamera und den LED-Blitz. Das Smartphone mag vielleicht für Rechtshänder ein wenig gewöhnungsbedürftig sein, weil die Volume Rocker und der Power-Button hier auf der linken Seite sich befinden und es vielleicht dann man nicht gewohnt ist, wenn man hier mit den Daumen es betätigen möchte. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und auf der anderen Seite handelt es sich hier ja auch um einen Fingerprint-Scanner-Smartphone, so dass man dieses auch so jetzt ganz leicht öffnen kann. So, nun möchte ich euch das Xylophone B-Touch 2 mit dem Xylophone P8000 von der Optik her mal vergleichen. Die Unterschiede sind hier wesentlich, dass der Fingerprint-Scanner hier beim Xylophone B-Touch 2 vorne sich befindet und beim Xylophone P8000 hinten. Des Weiteren können wir hier sehen, dass das Xylophone P8000 ein wenig dicker ist als das Xylophone B-Touch 2. Auch ist merkbar, dass das Xylophone B-Touch 2 sehr viel leichter wiegt und auch sehr viel bequemer in der Hand liegt. Das liegt einfach daran, dass die Ränder hier abgerundet sind. Somit hat man einen guten Grip. Beim P8000 wiederum kann ich das jetzt nicht bestätigen, das liegt hier nicht so gut in der Hand und fühlt sich auch nicht so bequem an, weil das hier einfach nicht abgerundet ist und man hier die Kanten spürt. Beim P8000 handelt es sich hier um einen fest verbauten Akku, das werde ich euch hier nochmal kurz zeigen. Wie ihr hier sehen könnt, dieser Akku lässt sich einfach nicht abnehmen und das ist auch der Grund, warum das wohl auch so schwer ist. Weil der Akku auch größer als die beim Xylophone B-Touch 2 ist. Beim Xylophone B-Touch 2 sieht das dann so aus. Da hat man einen Akku, den man abnehmen kann. Und da kann man dann auch sehr schön sehen, laut Hersteller handelt es sich hier um einen 3050 mAh Akku. Und hier kann man dann noch sehr schön sehen, dass es sich um ein Dual-Standby-Smartphone handelt, welcher zwei SIM-Karten unterstützt und eine TF-Karte, welche bis zu 64 GB unterstützt wird. So, nun werde ich nochmal beide Smartphones wiegen, damit ihr auch selber nochmal sehen könnt, dass das Xylophone P8000 doch um einiges schwerer wiegt. 200 Gramm, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. Und hier das Xylophone B-Touch 2. 167 Gramm, also ganze 33 Gramm weniger. Das ist eben auch der Grund,
warum hier einfach ein größerer Akku auch wohl verbaut wurde. Gehen wir nun kurz auf das Highlight vom Ulefone B-Touch 2 ein, welcher der Fingerprint-Scanner darstellt. Den kann man hier unter Einstellungen aufrufen, einfach nach unten scrollen, unter Fingerscanner gehen. Dort kann man dann bei Fingerprint Manager seinen Finger registrieren lassen. Das habe ich bereits getan, deswegen zeige ich euch das jetzt hier auch nicht mehr. Und das Tolle jetzt dieses Mal beim Ulefone B-Touch 2 ist, dass man auch die Apps mit dem Fingerprint-Scanner diesmal schließen kann, so dass man private Sachen wirklich auch nur von einem selber geöffnet werden kann, damit da keine Einsicht drauf bekommt. Das kann man zum Beispiel für die Galerie hier machen. So, und dann werde ich das jetzt euch mal kurz zeigen. So, nun möchte ich euch das kurz demonstrieren, wie toll der Fingerprint-Scanner beim Ulefone B-Touch 2 funktioniert, selbst im Offscreen-Zustand. Zack, keine Sekunde und schon haben wir es auf. So, und ich hatte ja nur den Daumen registriert, das heißt, ich werde jetzt euch zeigen, dass es mit den anderen Fingern dann nicht funktionieren wird. Wie ihr hier seht, registriert gar nichts. Zack, und hier klappt das sofort. Das Ulefone B-Touch 2 hat einen MTK 6752 Prozessor verbaut und 3 GB Speicher zur Verfügung. Entsprechend schnell und flüssig läuft das Smartphone hier auch. Gerne wird man ja mit seinem Smartphone SMS schreiben und auch ja, chatten. Entsprechend wollen wir hier mal testen, wie schnell das hier überhaupt funktioniert. Hallo, das Ulefone ist super. Ja, wie ihr sehen könnt, funktioniert das schon relativ schnell, sehr flüssig. Das liegt auch an einem großen Display. Daher ist es auch sehr schön zu bedienen. So, des Weiteren, gegenüber seinem Vorgänger kommt das direkt out of the box mit Android 5.1. Das können wir hier gleich sehr schön sehen. So, da steht es schon. Gehen wir mal rein, schauen wir nochmal, ob das auch wirklich original ist. Lollipop. Also, definitiv 5.1. So. Des Weiteren wollen wir mal schauen, wie der Benchmark AnTuTu-Test hier aussieht. Dieser hat einen Score von 43.600 ergeben, welcher schon gut beachtlich ist. Danke für den Rechner. Ein weiterer Unterschied gegenüber seinem Vorgänger ist, dass die Auflösung dieses Mal beim Ulefone B-Touch 2 jetzt auf Full HD erhöht wurde. Das können wir jetzt hier sehr schön an einem Video sehen. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, das hatte ich ja eben gerade bei den Einstellungen so eingestellt gehabt, dass ich diese App hier auch schließen wollte, so dass man da nur mit seinem Fingerabdruck reinkommt. So, dann schauen wir uns das mal an und dann können wir auch sehen, wie laut die Tonwiedergabe hier ist. Also der Ton selber ist nicht wirklich besonders laut, aber dafür sehr deutlich und klangvoll. Also wer schön lauter hören möchte, sollte selber nochmal lieber einen Kopfhörer benutzen. Beim Ulefone B-Touch 1 wurde noch bemängelt, dass der LED-Flash eher gelb wie weiß ist. Hier jetzt bei der Kamera vielleicht nicht sehr schön zu sehen, aber in Wirklichkeit kann man hier sehr schön sehen, dass es ein weißer LED-Blitz ist und ja, der zieht auch richtig ins Auge. Fehler. So, jetzt wollen wir hier nochmal ausprobieren, wie gut der LED-Blitz in einem dunklen Raum funktioniert. Ich habe jetzt hier Blitz angeschaltet. So, wenn wir uns das Resultat mal anschauen. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der LED-Blitz jetzt hier beim Ulefone B-Touch 2 schon hervorragend. Man sieht hier alles ganz klar und deutlich. Also im Allgemeinen kann man schon sagen, dass das Ulefone B-Touch 2 ein ganz schönes Smartphone ist und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt.
Mir persönlich gefällt es sogar besser als das Elephone 4-8000, aber letztendlich müsst ihr selber entscheiden, welches Modell euch eben hier anspricht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, Leute.